Der vielleicht beste Ort, den du in der EU besuchen kannst, ist meiner Meinung nach Madeira. Diese kleine portugiesische Vulkaninsel im Atlantik. Beeindruckende Klippen, überall sattes Grün, tropische Früchte, Wasserfälle. Madeira ist wirklich ein Ort, wie es wenige in der EU gibt und ist vor allem für alle Naturliebhaber ein absolutes Traumziel. Dabei ist Madeira gleichzeitig auch nicht schwer zu bereisen und eignet sich auch für Reiseanfänger. Mein Name ist Lennart und in diesem Video zeige ich dir nicht nur, warum du einmal nach Madeira musst, sondern auch, was es hier zu sehen gibt, wie du die Insel bereisen kannst und was eine gute Route wäre. So kurz und kompakt wie möglich, alles, was du wissen musst, bevor du selbst einmal nach Madeira reist. Also, ohne lang um den heißen Brei herumzureden, starten wir direkt rein. Fliegst du nach Madeira, landest du erst einmal in Santa Cruz. Das liegt im Süden der Insel und direkt in der Nähe der Hauptstadt der Insel, Funchal. Direkt am Airport würde ich dir empfehlen, dir einen Mietwagen zu holen. Am besten reservierst du den schon im Vorhinein online. Es gibt auch ein Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Insel und wenn das eher etwas für dich ist, kannst du auch darauf zurückgreifen. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich aber, einen Mietwagen zu holen, wenn man sich das Fahren zutraut. Man ist einfach deutlich flexibler und kann vor allem genau an die Orte fahren, die man auch wirklich sehen möchte. Außerdem sind die Mietwagen hier oft nicht so teuer. Generell ist Madeira ein Ganzjahresziel. Das ganze Jahr über bleibt die Temperatur hier moderat. Trotzdem gibt es gewisse Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Währenddessen es im Sommer richtig warm werden kann, wird es im Winter auch mal etwas kühler, allerdings richtig kalt wird es nie. Die besten Monate sind meiner Meinung nach April oder Oktober. In beiden Monaten ist es schon oder noch halbwegs warm und auf der ganzen Insel ist noch etwas weniger los als zu den Hauptreisezeiten. Jetzt, wo die Basics geklärt sind, bist du bereit, auf Entdeckung zu gehen. Also, was gibt es wo zu sehen? Generell unterteile ich Madeira in diese paar Bereiche. Starten wir direkt mit dem ersten, in dem du auch gelandet bist, und zwar dem Süden. Der Süden von Madeira ist dafür bekannt, der sonnige Teil zu sein. Deswegen gefällt vielen Urlaubern auch diese Ecke am besten und sie holen sich hier eine Unterkunft. Mir persönlich gefällt eine andere Region auf Madeira sogar noch besser, aber welche das ist, zeige ich dir noch später. Der Süden ist eine super Ecke, um erstmal anzukommen und ein paar der ersten schönen Dinge auf der Insel zu sehen. Ein Klassiker hier ist zum Beispiel der Wasserfall von Anjos. Dieser Wasserfall fließt direkt auf die Straße, man kann einfach mit dem Auto drunter herfahren oder selbst einmal drunter springen. Außerdem lohnt sich der Süden auch, um vielleicht seine erste Levada-Wanderung zu bestreiten. Levadas, das sind diese Wasserkanäle, die gebaut wurden, um Regenwasser aus regenreichen Regionen der Insel in die trockeneren Ecken zu bringen. An ihnen entlang führen häufig Wanderwege, was zu welchen der schönsten Wanderungen führt, die ich jemals überhaupt gemacht habe. Nicht nur, dass man die ganze Zeit ein wunderbares Plätschern beim Wandern neben sich hat, die Wege führen auch zu welchen der schönsten Ecken der Inseln und häufig mitten durch die Natur. Natürlich gilt es bei dieser, sie so zu verlassen, wie man sie vorgefunden hat. Den meisten von euch ist das sicherlich schon bewusst, aber hier trotzdem nochmal ein kurzes Wort zur Erinnerung. Nimm alles wieder mit, was du auf deiner Wanderung dabei hattest, hinterlass keinen Müll und verlass nicht den Weg. Im Süden gibt es außerdem auch schon allerhand Klippen und mit ihnen Miradouros. Das ist das portugiesische Wort für Aussichtspunkt und ganz Portugal sowie auch Madeira ist überhäuft mit ihnen. Immer wieder wirst du am Straßenrand Schilder entdecken, die dir zeigen, wo der nächste Miradouro ist und ich sage dir, es lohnt sich, ihnen zu folgen. Nachdem du die Südküste abgefahren bist, kannst du einen Abstecher in die nächste Region machen und zwar in die östliche Halbinsel. Das ist der Ponta do São Lourenço und direkt eine ziemliche Abwechslung zu dem, was du bisher gesehen hast. Die Landschaft hier ist deutlich karger und ganz anders als auf dem Rest von Madeira. Auch hier kannst du einige Wanderungen machen. Ich würde dir die Region für einen Tagesausflug empfehlen. Weiter geht's mit dem Zentrum von Madeira. Das ist vor allem durch Gebirge gezeichnet. Welche der höchsten Berge gehen hier auf bis zu 1800 Meter hoch und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mindestens einen von ihnen zu besuchen. Der vielleicht schönste und auf jeden Fall am einfachsten zu besuchende ist der Pico do Arriero. Hier kann man direkt mit dem Auto bis nach oben hochfahren. Die Ausblicke vom Pico do Arriero sind wirklich atemberaubend. Am schönsten fand ich es, zum Sonnenuntergang herzukommen, denn dann kann man die Chance haben, dass man über einer Wolkendecke steht. Hier startet auch die wahrscheinlich bekannteste und vielleicht auch schönste Wanderung auf Madeira, die Pico do Pico Wanderung, vom Pico do Arriero zum Pico Ruivo. Allen Wanderfans kann ich diese Wanderung wirklich nur ans Herz legen. Sie ist zwar super beliebt, da sie halt eben so schön ist und deswegen musst du erwarten, dass sehr viel los sein wird, trotzdem lohnt es sich. Am schönsten fand ich den ersten Teil, wenn man vom Pico do Arriero losgeht. Wer also nicht so viel Kondition hat, kann auch nur am Anfang etwas losgehen und wieder umdrehen, wenn er nicht mehr möchte. Aber wirklich, die gesamte Wanderung lohnt sich. Überall hammermäßige Blicke. Es gibt Passagen von Tunneln, die in den Stein geschlagen wurden und am Ende kommt man bis auf den höchsten Berg von Madeira, den Pico Ruivo.
Hier muss man dann wieder umdrehen und wieder bis zum Pico do Arriero zurückgehen. Das macht die Wanderung recht anspruchsvoll. Deswegen hier noch ein Tipp, wie das auch anders geht. Ihr könnt euch im Vorhinein ein Shuttle buchen, das euch morgens zum Pico do Arriero fährt und euch nachmittags am Parkplatz von Teixeira zurückholt. Dieser ist fußläufig nur ca. 45 Minuten vom Pico Ruevo entfernt. Dann könnt ihr noch ein bisschen eine andere Strecke sehen und habt es nicht so weit. Aber auch abseits der höchsten Berge hat das Zentrum von Madeira super viel zu bieten. Man kann hier Canyoning-Touren machen oder einfach mal vom Osten bis zum Westen die Mitte durchfahren und allerhand Ausblicke und kleine Levada-Wanderungen mitnehmen. Im Westen des Zentrums, fast schon an der Nordküste, findet sich dann noch ein besonderes Highlight. Das hier ist der sogenannte Fanal Forest, ein immergrüner und immer feuchter Lorbeerwald, der so nur in manchen Orten Makaronesiens vorkommt. Besonders schön ist er, wenn durch ihn die Nebelschwaden ziehen und das macht ihn zu einem der Orte, die sich dann besonders lohnen, wenn das Wetter eigentlich nicht so mitspielt. Ist es regnerisch oder bewölkt, kann das ein super Zeichen sein, den Fanal Forest zu besuchen, denn dann sind die Nebelwahrscheinlichkeiten besonders hoch und das macht einen Besuch noch schöner. Wenn wir schon hier oben sind, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsregion und zwar dem Norden. Der Norden ist zwar deutlich regnerischer, das heißt aber auch deutlich grüner. Wenn du genauso auf große Farnblätter, Fruchtbäume und Wasserfälle stehst wie ich, dann ist das hier genau deine Ecke. Außerdem hat der Norden gleich ein paar Punkte, die jeder gesehen haben sollte, wenn er einmal nach Madeira kommt. Starten wir ganz oben im Westen und zwar in Porto Moniz. Hier gibt es das große natürliche Schwimmbad von Porto Moniz, ein Felsenschwimmbad, wo man im Meer schwimmen kann, aber ohne die Gefahr, im Meer zu schwimmen. Da der Zugang zum Meer an vielen Ecken in Madeira etwas schwieriger ist, gibt es überall diese kleinen Felsenschwimmbäder. In diesen kann man dann sicher baden, auch wenn es bei starkem Wellengang trotzdem ganz schön heiß hergehen kann. Hier in Porto Moniz ist ein besonders großes, das allerdings auch ein bisschen Eintritt kostet. Wenn ihr aber vom großen Schwimmbad aus ein paar hundert Meter weiter Richtung Osten der Küste folgt, kommt ihr zu einem kleineren und das ist kostenlos. Die nächste Sehenswürdigkeit, die du auf Madeira nicht verpasst haben solltest, ist ein Stückchen weiter im Osten. Und zwar der Seixal Beach. Der schönste, aber wahrscheinlich auch bekannteste Strand auf Madeira. Schwarzer Sand, ein Wasserfall am Strand und Blick auf die hohen Klippen der Nordküste. Es ist wirklich wie aus einem Bilderbuch. Im Sommer wird es hier aber, wie man erwarten kann, auch mal recht schnell recht voll. Ich versuche hier nur nicht so sehr fremde Leute zu filmen. Weiter Richtung Osten kommst du an São Vicente vorbei und kommst an wahnsinnig vielen, meiner Meinung nach, den schönsten Aussichtspunkten der Insel vorbei, bis du nach Santana kommst. Hier kannst du dir die traditionellen Häuser von Madeira angucken. Ein recht touristischer Bereich, aber es lohnt sich trotzdem mal vorbeizugucken. Der Weg die gesamte Küste lang von Westen nach Osten braucht dich dabei ungefähr 1 Stunde 20 mit dem Auto. Das zeigt auch, dass es nicht so wichtig ist, wo genau du auf Madeira unterkommst, da die Insel klein genug ist, dass du recht schnell von jedem Ort an jeden anderen Ort kommen kannst. Kommen wir jetzt zur letzten Region und zwar dem Westen. Dieser ist auch recht klein und lohnt sich für einen Tagesausflug. Hier ist die Landschaft wieder deutlich kahler, allerdings bleibt es grün. An der Südwestspitze kannst du den Ponta da Pago-Leuchtturm finden und direkt um die Ecke den Gaganta-Funda-Wasserfall. Ein super schöner Wasserfall, wenn auch er nur von oben zu betrachten ist. Fährt man die Westküste hoch, kann man dann allerhand Ausblickspunkte entdecken und noch ein besonderes Highlight nach Achadas da Cruz. Dabei handelt es sich um ein unter den Klippen vorgelagertes Dorf, das man nur mit einer Seilbahn erreichen kann. Mit all diesen Regionen hast du allerhand auf Madeira zu entdecken. Ich würde dir empfehlen, mindestens eine Woche, am besten aber zwei Wochen hier zu bleiben. Alle Orte, die ich dir in diesem Video gezeigt habe und noch mehr meiner Lieblingsorte auf Madeira findest du in meinen Madeira-Spots. Diese habe ich entworfen, um dir noch besser bei deiner Reiserecherche und Vorbereitung helfen zu können. Alle meine Lieblingsorte auf Madeira kannst du dir mit diesen direkt auf deinem Handy in Google Maps anzeigen lassen. Dabei informieren dich kurze Texte und Bilder zu den einzelnen Orten. Die besten Parkplätze sowie die Startpunkte zu meinen Lieblingswanderungen sind markiert. Mein Ziel ist es, dass du mit ihnen eine noch schönere Reise hast, da du dich vor Ort schneller zurechtfinden kannst, mehr Zeit für das Sehen und Erleben hast und auch ein paar der Orte entdecken kannst, die noch etwas weniger bekannt sind. Wenn das für dich interessant klingt, dann guck mal in die Beschreibung, da packe ich dir einen Link rein. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen, danke für deine Aufmerksamkeit, hab eine schöne Reise, wenn ich dich von Madeira überzeugen konnte und bis dann.